Ihr seid zurück bei Far Cry 4. Longinus-Aufgabe haben wir erledigt. Oh, ich bin so unfähig mit dem Zielen. Ich spiele zu selten. Das ist mein Problem, offenbar. So, also Longinus-Aufgabe haben wir erledigt. Das schnelle Nachladen habe ich. Und dann würde ich mich mal auf der Karte umschauen. Wir haben jetzt nicht mehr allzu viel. Ich glaube, es sind alle Außenposten befreit. Alles erledigt. Da glaube ich, gäbe es noch eine Yogi-Aufgabe, aber die interessiert mich nicht so sehr. Ich würde sagen, es steht die Amita am Plan und genau da mache ich weiter. Allerdings würde ich ganz gern noch diese Karma-Punkte machen und deshalb gehe ich jetzt einmal da einfach ein Stückchen zu Fuß in der Hoffnung, dass wir da ein paar Karma-Aufgaben reinrennen. Ich hoffe, dass es nicht zu langweilig wird zum Zuschauen, weil ich könnte jetzt einfach eine Schnellreise hinmachen und die Geschichte wäre erledigt. Aber dann entgehen mir natürlich da so Karma-Ereignisse. Wir können ja das zum Beispiel ein bisschen interessant mit einem Elefanten gestalten. Haben wir auch schon lange nicht gehabt, Elefanten reiten. Ja, da ist gleich ein zweiter. So. Dip. Gehen wir mal ein bisschen die Sporen in Elefanten. Gut, aber ich glaube, da komme ich auch zu keinen Karma-Ereignissen. Ich muss da, glaube ich, ein bisschen mehr auf den Straßen entlang gehen. Glaubst du das? Ja. Oh. Killen will ich dich nicht, lieber Elefant. Keine Sorge. Grüß euch. Was ist mit du? Schau dir den Deppen an, Alter. Das ist, hast du keinen Selbsterhaltungstrieb? Musst du vor einen Elefanten rennen, du Vogel, du? Eh klar. Wenn man ein Karma-Ereignis haben will, kommt natürlich keines. Das ist eh normal, ne? Wie's Amen im Gebet. Wenn man es nicht braucht, kommen sie immer. Hehe, ich habe was entdeckt. Bleibst du hier kurz da stehen, mein Elefant? Oder ich gehe dann zu Fuß weiter? Ich weiß nicht. Da ist ein grünes Blatt, das tun wir uns natürlich schnappen. Na, gehen wir weiter. Da, komm. Bleib da. Wir haben noch. We have a job to do. Das war leider kein Karma-Ereignis. Aber es macht Laune mit dem Elefanten. Noch ein Fahrzeug. Ja, das sind eigene. Oder zumindest freundliche. So, jetzt geht das Spielchen wieder los. Nein, ich will den Körper nicht bewegen. Ich will ihn durchsuchen. Ja. Na. Was ist denn das heute wieder so hakelig da? Jetzt. Mein Elefant. Ich finde das so genial. Danke, Elefant. Yeah. Ist ja doch mein Freund. Was ist? Frau am Steuer, oder was? Gibt's ja nicht da. Da beschützt der Elefant und dann kommt der Dulce daher und führt ihn nieder. Super, wirklich. So geht's ab in Kürat. Ja, weiter geht's. Ich brauche Karma-Ereignisse. Hier hört Robbie Rayrunner und ich wende mich jetzt mal direkt an Paran. Hörst du mir zu? Du blödes, ungeficktes Stück Scheiße einer sibirischen Bergziege, du Arschlochgefickter Hurenficker, du! Na schön sprechen, sonst geht die Kultur in Arsch, gell? Das ja, gibt's ja nicht, wie der da eine schimpft. Habt ihr das gehört? Karma-Ereignis. Hilf den Rebellen im Kampf, mach mal doch glatt. Was ist das? Oder noch einer? Nein, Karma-Ereignis abgeschlossen. Sehr gut. Kann mir das einer erklären? Was soll man da erklären, oder was? Was wüssten wissen, ha?
Was soll man da klären? Die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine oder welche Erklärung hättest du denn ganz gern, ha? Alles okay? Ja, ja, das macht da keines. Herz mit der Schießerei auf! Eh klar, nicht? 150 haben wir wieder dazu gekriegt. Ma, das ist zart, aber es geht. So, wie gehe ich da jetzt am gescheitersten weiter? Da, ich bleib. Rechts vom See bleibe ich. Geht da Straße auch entlang? Ja, geht entlang. Naja, vielleicht rennt man noch das ein oder andere Karma-Ereignis über den Weg. Na, da rennt man gerade einmal ein Adler. Da ist ein Adler geflogen. Ah, du. Ja, habe ich. Er hört doch einfach zum Schießen auf. Oh, ich depperte Spritze wegen den Adler. Komm her, du. Mistviech. Mistviech. So, geht das jetzt wirklich schneller, das Laden? Naja. Kommt schon wieder ein Fahrzeug. Mein Gott, na, die gebärden sie da schon wieder, die Freunde. Aber wo ist denn da die Kiste? Da ist eine Kiste. Kiste, Kiste. Bin ich blind? Wo ist die Kiste? Oder gibt es da leicht eine Höhle und die Stadt? Da ist sie. Kann nicht immer alles in einer Höhle sein, was ich nicht finde. Ja, das ist schon schön Schotter. Da gibt es schon jetzt ordentlich Kohle. Scheiß der Hund drauf. Ich bleibe jetzt nicht eine Stunde und suche depperte Kisten, ne? Das machen wir natürlich nicht. Dann nehmen wir lieber die Kiste da oben, die man gut sehen kann. Kann ich das um 180 Grad drehen? Ja. Sorry, aber du gehst mir sicherlich gleich fürchterlich am Nerv. Wer sagt's nicht? Deswegen, sorry, liebe Rotfüchse, Rothunde, was auch immer, da ihr mich nicht in Ruhe lassen könnt, muss ich euch zuvorkommen. Ah, das ist das einzig Positive, dass immer ein bisschen was passiert in Kyrat. Also, das ist so einer. Einen Raketenwerfer dabei gehabt, der gute Freund. Warum da jetzt immer noch so viel Feindtruppen? Das habe ich schon komplett unter Kontrolle. Alle Außenposten etc. habe ich schon. Und trotzdem fahren da noch immer so viele rum. So. Die ganzen Heilspritzen verblasen. Gekommen, wo brennt's denn da? Aber das Feuer war jetzt weit weg. Eigenartig. Beutetasche fast voll, na dann scheiß mal drauf. Das heißt, ich muss unbedingt was verkaufen. Aber ihr seht, keine Karma-Ereignisse. Gut, die Hirsch, die Dammer, nix. Das, glaube ich, bringt doch auch irgendwas, oder? Kann ich das gar nicht entfernen? Nein, es wird auch nicht angezeigt, das Poster. Na gut, dann nicht. Ein Schwein, die Schweine tun wir, aber wenn ich es nicht direkt angreife, attackiert tun wir die nix. Ach, das ist ein Poster, was ich nicht runternehmen kann. Namaste, grüß dich. Teebeutel. Muss verkaufen. Ja, ja, habe ich schon mitgekriegt, dass du da bist.
Was ist das? Genau, das solltet ihr euch da mal zu Herzen nehmen in Kyrat. Sicher fahren. Freunde, die tun mir nix. Und keine Karma-Ereignisse. Ganz normal, ne? So, nachdem das so wild geschossen wird, vermute ich doch fast, ja, da ist ein Karma-Ereignis. Hilf den Rebellen im Kampf. Na, das machen wir doch glatt einmal. Einen Jäger-Dickdown machen. Ah, das bist ja du. Karma-Ereignis abgeschlossen. Sehr gut. Ja, genau so möchte ich das. Heute Tasche fast voll. Ja, ich weiß, ich muss verkaufen. Ich muss verkaufen. Karma Level 3, viel fehlt nimmer mehr. Eieiei, wo muss ich denn da hin? Jetzt ist es eh nicht mehr weit. Das muss jetzt gleich irgendwo da oben sein. Das heißt, das tue ich mir jetzt nicht an. Da mache ich jetzt eine Schnellreise her. Ja, da. Das suche ich. Gut, das heißt verkaufen. Ja, also 13 mal Rothundfell, glaube ich, brauche ich nicht. Ich möchte auch nicht den ganzen Stapel verkaufen. Ich lasse mir das schon, aber ich glaube... Wer weiß, wo ich das nochmal brauche. Grünes Blatt ist gut. Blaues Blatt, Bärenfell, Königstigerfell... Rotes Blatt 22 Mal. Ich glaube, das brauche ich auch nicht. Das tut mir auch nur mein Inventar unnötig voll. Sorry. Gut. Violettes Blatt 8 Mal, gelbes Blatt 8 Mal, Samba-Haut 7 Mal. 7 Mal brauche ich das doch auch nicht. Gut, 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 gut. Wie schaut es denn eigentlich mit der Herstellung aus von dem Zeug? Kohle haben wir jetzt wieder schön. Brauche ich eh für Munition. Da passt auch alles. Da kann ich mir jetzt meine Heilspritzen leisten, dass ich nicht deppert die Blätter suchen muss. Okay, gut. Sind wir gut equipped? Schaut so aus. Das Einzige, was ich jetzt noch schauen mache, ist Herstellung. Beutetasche, was brauche ich da? Des Geisterbären. Sprengstofftasche, was brauche ich da? Schneeleopardenfell. Ich weiß nicht, wo diese Schneeleoparden sind. Die rennen wir überhaupt nicht. Wurfgeschosstasche. Jackfell. Jackfell. Na, mal schauen, ob wir ein paar Jacks. Jacks habe ich ja schon gesehen. Munitionsbeutel. Schattenleoparden. Okay, das wäre also Fashion Week-Geschichte. Nein, machen wir jetzt auch nicht. Keine Sorge. Ich möchte natürlich jetzt schauen, dass da ein bisschen in der Mission weitergeht. Okay, wo ist die Amita? Ja, Amita ist da oben, so wie es ausschaut. Ja, grüß euch. Dann würde ich sagen, starte ich die nächste Hauptmission. Mach doch lieber einen Töpferkurs. Das ist eher dein Ding. Was redst du mit mir? Was guckst du? Was heißt Töpferkurs? Stehst du auf Schmerzen? Wirfst du dich deswegen so gerne den Hunden zum Fraß vor? Ach, warum kann ich den da keine reinknallen? Ich meine jetzt ehrlich. Schaut euch an, die präpotente Mistwatzen. Aber blöd reden. Wenn du aufmischen lassen willst, naja, ist ein gutes Recht. Niemand wird dich aufhalten. Ja. Aber das mit dem Töpferkurs verzeiht er nicht die Wuchtel, gell, Freund? Da haben wir keinen Zugang. Aber dort, siehst du? Amita. Hast du etwas für mich? Oh ja.
Wir konnten die Bewohner des Südens befreien, aber der Norden blieb uns versperrt, wegen der Kingsbridge. Nun tragen wir den Kampf direkt zu Pagan und befreien den Norden. Also, die Brücke ist befestigt. Das Haupttor besteht aus sprengsicherem Beton. Vergisst C4 oder konventionellen Sprengstoff. An der Verteidigung prallt jeder Frontalangriff ab. Und was machen wir dann? Ich habe einen Plan. Da ist ein Konvoi mit einem Chemielaster. Ich will, dass du ihn dir sicherst, bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden und du wärst einen Schritt näher an Yuma. Na gut. Der Schlüssel nach Norden. Okay. Übernehme den Tanklaster. Ja, so was Ähnliches haben wir doch schon mal gehabt. Das war doch das. Hey, bist du auf dem Weg zur Brücke? Ja. Was will er? Aber zuerst will ich einen Konvoi abfangen. Vergiss das, Bruder. Da ist ein Truck, der nur darauf wartet, dass du ihn den Soldaten stiehlst. Ich schick dir die Koordinaten. Die Brücke ist ein wichtiges Ziel für den goldenen Pfad. Also lass Amita nicht den Ruhm einheimsen. Wir machen das für deinen Vater und alle Söhne und Töchter von Kyra. Vergiss das nicht. Ui, der kommt schon wieder mit meinem Vater. Wir sollen uns einen Tanklaster schnappen. Also ich wollte sagen, beim Paul de Bleu haben wir ja diesen Frischfleischtransport schnappen müssen. Naja, da rennen wieder eine Menge Typen rum und da steht der Tanklaster und den muss ich mir holen. So wie es ausschaut, steht der dort. Das heißt, ich muss irgendwie darüber kommen und von dort kommen. Da bin ich am nächsten am Tanklaster dran. Okay, na gut, dann machen wir das mal. Nicht zu viel Aufsehen erregen. Vielleicht sagt, die haben mich entdeckt. Nein, die haben mich nicht entdeckt. Das ist wieder nur... Ah, da steht einer auf der Brücke auch noch. Mann, da will ich nicht rein. Na, schau doch was an. Schau. Ein Haken. Shit. Oh ja, ich sehe ihn. Ha. Geil, da drüben ist wieder ein Haken zum Raufklettern. Drauf. Gut. Truck wird schon angezeigt. Das heißt, ich bin am richtigen Weg. Jawohl. Gut angeschlichen. Und dann würde ich auch sagen, schnappen wir uns den Truck. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch!